Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cooking Simulator hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie ihr seht, es sieht etwas anders aus. Und zwar habe ich jetzt mal die ganze Küche im 60er-Jahres-Style gemacht. Die Fliesen finde ich hier sehr interessant, muss ich sagen. Generell, das hier so, wie das hier hinter der Wand ist, das, naja, könnte man so lassen, aber ja, schöner geht. Aber ist halt 60er-Jahre-Look. Was noch auffällt ist, hier stehen wieder wesentlich mehr Flüssigkeiten rum. Es schien ein Update gegeben zu haben. Ich habe es nicht mitbekommen, dass mir Steam dann ein Update draufgezogen hat. Aber gut, ich war auch 4 Tage lang nicht da und habe dort auch gar nicht drauf geachtet, was alles geupdatet wurde. So, hier ist es ein bisschen aufgeräumter geworden. Hier waren vorher 4 Symbole, jetzt sind es 3. Und wir haben, ich habe hier schon, ach Gott, das hast du gemerkt, ne? Ja, ich habe schon mal spielorientiert, ich habe mich schon mal geguckt, was es so gibt an neuen Gerichten. Und da ist mir doch Gladbeck 1 aufgefallen, nämlich dieses hier unten. Ein, was? Shakshuka, oh Gott, oder Shakshuka? Egal, wir werden es auf jeden Fall zubereiten. Brauchen wir einiges für, macht aber nichts. Und dann werden wir dort, oh Gott, was ist denn? Turmeric Powder, das weiß ich auch noch nicht. Kumin hat mir schon mal jemand erklärt, ich glaube, das war Kümmel. Ja, wir werden mal gucken, ne? Das ordern wir mal. Und mal gucken, wie gut wir das hinkriegen. Da müssen wir nämlich ein Ei braten. Add to a pan. Water. Onion. Da muss man ja richtig was tun. 30 Sekunden. Crack an egg into the pan. With sauce. Season it with. Okay. Boil for 30 Sekunden. Oh. Das wird ja noch interessant. Mal gucken, wie gut wir das hinkriegen. So. Also, wir brauchen dann erstmal ein paar Ressourcen, sag ich schon. Ein paar Grundstoffe. Auf jeden Fall, warte mal, wir müssen mal gucken. Eier gibt es bestimmt hier, oder? Ich hab's ja letztes Mal schon hier, glaube ich, da unten drin. Irgendwo hier, da sieht es aus, als würde es Eier. Da ist ein Eck. Guck mal, wie groß die Eier da unten sind und wie klein das ist, wenn man es in der Hand hält, ne? Da unten liegt ein Straußenei, in der Hand haben wir ein Hühnerei. Naja, gut. So, also wir brauchen mindestens ein Ei. So, das können wir schon mal dahin pappen. Zack. Das ist auch das Ei des Kolumbus, das bleibt einfach stehen. Das ist schon mal gut. So, dann brauchen wir hier. Gib mir mal ein Brettchen her. Wir holen jetzt nochmal alles ran, was wir brauchen. Wir brauchen Onion 60 Gramm, den Würfel 10 Gramm. Na gut, dann brauchen wir bloß ein halbes Onion eigentlich. Bell Pepper brauchen wir. Haben wir auch bloß einen halben von. Tomato 240 Gramm. Da können wir also 2 von mitnehmen. Na, langsam ist auch die Zwiebel beruhigt. So, und dann brauchen wir noch 10 Gramm Knoblauch. So, gut. Das hätten wir. So, dann legen wir das mal da hin. Dann brauchen wir eine Pfanne. Wo ist eine Pfanne? Pfanne. Da ist eine Pfanne. Hier ist eine Pfanne. So. Dann machen wir hier das Rezept an und sagen, wir sollen quasi 60 Gramm der Zwiebel into dices, also in 10 Gramm Würfel zerschnippeln. Dann legen wir erstmal das beiseite hier. So. Märtchen auch noch beiseite legen. So, dann holen wir uns einen Teller, wo wir das natürlich dann drauf, ups, sammeln. Dann nehmen wir hier mal so einen tiefen Teller, ne? Da sammeln wir das drauf. Da müssen wir es ja nachher später auch drinne servieren. So, gut, dann kommt das erstmal dahin. Dann brauchen wir ein Messerchen. So, jetzt müssen wir das natürlich hier erstmal gut halbieren. So. Mal gucken, wie gut wir waren, aber es könnte knapp sein. Oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann sollen wir das in 10 Gramm Würfel zerschnibbeln. 60 Gramm sind es noch. Machen wir das einfach mal so. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Zack. So. Da haben wir 9 Gramm, 11 Gramm, 11 Gramm, 9 Gramm, 9 Gramm, 11 Gramm. Also so langsam haben wir es ja raus, wie es geht. So, 60 Gramm Onion haben wir jetzt hier. Zack, zack, zack. Schön einsammeln. Sehr gut. Dann brauchen wir Bell Pepper 120 Gramm. Das heißt, die Hälfte hiervon brauchen wir jetzt. So, den schneiden wir dann einfach mal so halb durch. Zack. Dann gucken wir mal. 125, ja, dann nehmen wir 125 Gramm Stück. Gut, das hätten wir jetzt nicht wegschmeißen müssen, aber naja, gut. Wir brauchen es ja nicht mehr. So, was für Stücken soll ich das zerschnibbeln, bitteschön? Into Dice auch, also auch in Würfel soll ich das zerschneiden. Ja. Dann machen wir das mal so. Wo ist die? Will das drehen?
Ach, da ist die Drehtaste. So. 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 Ich denke, das sieht gut aus. So, was haben wir hier für Würfel? Das sind so 14. Ja, ist nicht ganz so klein, wie wir es eigentlich haben wollen, aber sieht erstmal nicht schlecht aus. So. Das haben wir dann alles schön wunderbar. So, dann brauchen wir Tomate. 240 Gramm in 10 Gramm Stücken. Na gut, dann gucken wir nochmal. Das sind 120 Gramm. Dann haben wir jetzt. Achso, warte, Moment, ist mal da. Genau. So, dann haben wir jetzt 60 Gramm. 30 Gramm each, 30 Gramm each. So. Und das noch zweimal so geschnibbelt. Zack. Und schon ist das klein genug, hoffentlich. So, dass wir das denn hier einlesen können. Irgendein Schnitt hat er nicht mitgezählt. Huch. Na, ein Schnitt hat er nicht mitgezählt. So, dann brauchen wir das noch. Achso, warte, klick. So, festhalten. Die Frucht. Drehen. Oha, da hat er schwer gerechnet. Da hat er auch wieder irgendeinen Schnitt nicht mitgemacht. Na gut. Wollen wir jetzt, ups, nicht weiter darüber beschweren. Es läuft ja ganz gut. So, heute das auch. So, und den Knoblauch soll man natürlich in 2 Chunks, also 2 Stücken von je 5 Gramm schnibbeln, da das 10 Gramm sind. Denke ich mir mal, ist das relativ einfach, wenn wir da durchschneiden. Und dann sollten das hier so 2 5 Gramm Stücken sein. Naja, 4 und 6. So, gut. Das soll denn alles Etupen. 10 Liter Olivenöl, Smoked Pepper Powder, Turmeric Powder und Alkohol da drum. Salz, Pfeffer und Red Bell Pepper. Ach, du ahnst das nicht. Da soll ich jetzt in... Ach so, die Tomaten soll ich da noch gar nicht... Aha, fry for 30 Sekunden. Add to the pan. 60 Milliliter Wasser. Onion, Tomat, Garlic. Boil for 30 Sekunden. Die gleiche Pfanne? Oder ist das eine andere? Crack an egg into the pan with sauce. Season it with black pepper. Boil for 30 Sekunden. Transfer everything to into a casserole, serve hot. Ach, du ahnst das nicht. Na gut, okay. Wir müssen also den... Also, wir müssen jetzt erstmal... falsche Taste. Immer die falsche Taste, so. Ich will... Ach so, ich muss ja gar nicht raus aus dem Monitor. Ich brauche Olivenöl. Olivenöl. Olivier Oil haben wir hier. Da brauchen wir jetzt 10 Milliliter von. So. Machen wir da mal eine Panne rein. Hammer. So. Da soll noch rein. Smoked Pepper Powder. Smoked Pepper Powder. Kenne ich ja gar nicht. Black Pepper Powder. Black Pepper Powder. Thyme. Sweet Bell Pepper. Dill. Allspice. Da haben wir es. Smoked Pepper Powder. Wie viel Gramm soll da rein? 5. Alles klar. So, das waren jetzt 6, das fällt auch ein bisschen schwerer. So, dann brauchen wir Turmeric. Da weiß ich nicht, was das ist. Aber vielleicht kann das Bild. Aufschluss des Ingwer? Könnte das Ingwer sein? Könnte Ingwer sein, ne? So wie das aussieht. So. Dann Ingwer ist ja so ein Zeug, da komme ich ja gar nicht dran, ne? Das geht gar nicht. So, Kumin, also Kümmel. Wenn ich das recht verstanden habe. Cumin Powder. So. Brauchen wir auch 3 Gramm. Oh. Das fällt wieder ein bisschen schwieriger. So. Und dann 3 Gramm Salz und 3 Gramm schwarzen Pfeffer. Puh, ist aber auch wirklich. Also Gewürze sind da schon mal eh noch drin in dem Gericht, ne? Das hätte ich jetzt gar nicht so aufwendig angesehen. So. Und ein bisschen schwarzen Pfeffer noch. So. So. Gut. Und dann muss hier jetzt rein der Black... der Red Pepper Dingsbums, ne? Jetzt müssen wir eigentlich quasi eigentlich alles andere raussammeln. Red Bell Pepper. Ich hätte den wahrscheinlich dann doch erst dann schneiden sollen, wenn ich den wirklich da auch brauche. So. Die 120 Gramm muss ich jetzt hier wieder rausfischen.
Das ist ein bisschen Paprika. Das ist Paprika. So, da liegt noch ein Stückchen Paprika. Haben wir hier noch mehr Paprika drin? Da ist noch Paprika. Da unten liegt noch ein Stückchen Paprika. Wie viele Stücken können das gar nicht sein? Das müssen 9 Stücken sein, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da unten ist noch ein bisschen. So, das ist Tomate, Tomate, Tomate. Dann haben wir noch ein bisschen Onion. Ja, dann lassen wir mal so. So, dann nehmen wir das jetzt. Das müssen wir jetzt 10 Sekunden hier drauf. Ne, 30 Sekunden, ne? So, gucken wir auf die Uhr. So. Dann brauchen wir Apple Pen. 60 Wasser, Onion, Tomaten, Garlic. Ich weiß nicht, ob ich das hier mit dazu machen soll. So, 30 Sekunden sind. Oh, ist das laut. 30 Sekunden sind quasi gleich um. Moment, ich gucke immer nach dem Uhr. So, jetzt 30 Sekunden um. Jetzt sollen wir da 60 Milliliter Wasser hinzufügen. So, dann machen wir hier, so. Dann machen wir jetzt E. So, da haben wir schon ein bisschen Wasser, das sind schon mal 80. So, dann stellen wir das jetzt, warte mal, jetzt müssen wir hier den ganzen anderen Kram dazu tun. Nee, das soll nicht passieren. So. Na, da ist noch ein bisschen Black Pepper wieder bei. So. Na, was ist das da? Ja. Red Bell Pepper. Ein Stückchen Paprika haben wir vergessen. So, das sollen wir auch dazu tun. So, das soll jetzt wieder 30 Sekunden hier draufstehen. So. Upsala. 30 Sekunden. Und dann soll ich crack an egg into the pan with sauce, seasoned und dann Salz und Pfeffer dran. Alles klar. Okay, also müssen wir wieder auf die Uhr gucken. Jetzt haben wir 11. Okay. Also bei 11:20 so rum müssen wir das dann. Bei 12:20 müssen wir das runternehmen hier. Dann sind die 30 Sekunden um. Und dann müssen wir das Ei reinhauen. Bisschen Pfeffer und Salz drauf klopfen. Warte mal, das holen wir schon mal ran hier. Pfeffer. Und Salz, umgekehrt war es aber, macht nichts. Nehmen wir das Ei noch mit. Wollen wir uns auch schon mal hier rein tüdeln. So, dann sollte jetzt die Zeit um sein. Ja, das ist gut. Dann stellen wir das jetzt mal daneben hin. Dann sollen wir das cracken. Und da reinschmeißen. So. Und das Ganze sollen wir dann mit 1, 2, 3 Pfeffer. Und 1, 2, 3 Salz. Da reingeben und dann soll das jetzt nochmal 30 Sekunden da brutzeln und wir nehmen hier ganz kurz die Eierschale und schmeißen die weg. Und dann soll das Ganze in eine Kasserolle. Haben wir noch eine Kasserolle? Kasserolle, da haben wir eine Kasserolle. Da soll das dann alles rein. So. Gut, gut. So, 30 Sekunden, wann sind die um? Die müssten um 13, ein bisschen was müssten die um sein. Da irgendwas ist schon dolle durch hier. Ah, den hat schon ordentlich erwischt. So. Gut, jetzt ist alles durch hier. So, und dann sollen wir das jetzt hier alles. Ach so, warte mal. Kann ich das einfach rüberkippen? Ich glaube, das wird nichts, oder? Das geht doch schief. So. Au! Muss ich jetzt. Jetzt habe ich ein Suchspiel gewonnen. Das wollte ich ja nur so gar nicht. Oh, das Ei, das liegt da auch nicht schön drin. Wieso fliegt denn jetzt hier alles durch die Küche? Ach, mal gut, dass wir die Küche neu gemacht haben. Gar nicht mal so gut. Ich wollte doch nur die Dings abstellen. Verdammte Axt. Ey, das ist echt nicht gut, wie das da drin aussieht in der Dings in der Pfanne. So. Komm ich da dran? Da komme ich noch dran. So. Hochspiel. Wo in der Küche liegt alles Essen rum? Eieiei, wo ist denn das alles reingeflogen? Na, na gut. Ob das jetzt in der Küche wirklich so abläuft, weiß ich nicht. Aber den Garlic, den haben wir ein bisschen übergar. Also den Knoblauch. Oh. Ja, ich darf mich nicht bewegen, während ich was hochnehme. So, es muss schon im Teller liegen. Sonst wird das ja nichts. Das ist natürlich wieder Suchspiel in der Küche. Wo ist das Essen? So, wenn ich jetzt das Ei, das hat sich da richtig, wenn ich den Teller hinstelle, fliegt mir wieder das durch die Gegend, das wird das Ei machen. Ich glaube, dass die Eier, das haben sie noch nicht gut synchronisiert. Sie haben Probleme mit Eiern, was? So,
Ich wollte jetzt eigentlich das nur nochmal hinstellen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. So, stellen wir es nochmal dahin. Dann kippen wir jetzt erstmal die Soße da noch mit rein. So. So, das kann man da mit reinkippen. Boing, puff. Okay. So. Noch ein bisschen wieder was durch den Teller unten durchgefallen. Oh, Teller. Wenn du einmal ein bisschen daneben klickst, ne, dann macht der Teller ja sonst so was. So, und dann Ei wieder oben drauf. So. Den Rest, der jetzt hier noch in der Küche durch die Gegend fliegt und rumschwirrt, das wackelt hier alles auf dem Teller so dermaßen, dass ich richtig Angst habe, dass mir das durch die Gegend fliegt. Deswegen, schnell ein Foto gemacht. Schnell ein Foto gemacht von dem Essen, solange wie es warm ist. Sieht doch erstmal gar nicht schlecht aus. Shift-Taste gedrückt, damit das weg ist. So, dann haben wir einen eckigen Teller. Das ist auch immer was Neues. Und dann liefern wir das mal ab. Und gucken wir mal, wie das bewertet wird. Oha, der Geschmack ist mal ganz unten durch. Puh. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass das alles am Boden lag oder dass das irgendwie nicht richtig zusammen... Vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden. Refunden natürlich dem Kollegen das Geld. Haben dann keine Einnahmen dadurch. Aber, naja, wir können dem Kunden zufriedenstellen. Ist nicht ganz so gelaufen, wie erwartet, aber was will man machen? Wir haben zwischendurch auch noch ein kleines Suchspiel gehabt. Macht nichts, ist halt so. Aber wir haben es versucht und können uns ja dann nochmal dran versuchen in einer späteren Folge. Mal gucken. Also dann, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.